Hallo liebe Gärtnerfreunde, zurzeit sieht man sie wirklich wunderschön blühend in den Vorgärten. Sie stechen richtig heraus, sie sind richtig auffällig, deswegen bin ich gestern einfach mal ein bisschen rumgefahren und habe ein paar Bilder für euch gemacht. Ich spreche natürlich von der Schleifenblume. Und ich möchte sie euch einfach heute vorstellen. Ihr wisst, wie immer geht es los nach dem Intro. Die gängigsten Arten der Schleifenblume sind letztendlich Iberis saxatilis, die Felsenschleifenblume, und Iberis sempervirens, die immergrüne Schleifenblume. Beide Arten sind sich jedoch recht ähnlich, was halt so Blütezeitpunkt, Blüteeigenschaften angeht, was auch den Wuchs angeht und was halt auch die Standortansprüche angeht. Und Pflege, da sind sie sowieso gleich. Beide Schleifenblumenarten sind letztendlich immergrüne Stauden, wobei Stauden es nicht hundertprozentig trifft, das sind eigentlich Zwergsträucher. Das heißt, sie ziehen jetzt nicht so staudenmäßig ein und treiben dann im Frühjahr wieder aus. Nein, das tun sie nicht. Sie bleiben letztendlich auch im Winter grün und wachsen dann einfach im Frühjahr munter weiter. Das Laub der Iberis, der Schleifenblumen, ist letztendlich länglich, dunkelgrün und auch so ein bisschen ledrig derb. Die genannten Schleifenblumenarten werden in der Regel nur so 20 cm groß und wachsen in der Regel auch so polstermäßig bzw. horstartig und machen nie wirklich große Ausläufer, sodass sie halt ein größeres Areal besiedeln. Sie wachsen wirklich immer nur so schön platziert, wo sie halt auch sind. Sie machen schon so einen halben Quadratmeter mal im Alter, wenn sie wirklich alt sind, auch mal dicht. Die Schleifenblumen blühen normalerweise von Ende Februar bis in den Mai hinein. Es ist eine sehr komplexe Blüte in so einer Scheindolde. Sie blühen ausschließlich weiß und sind auch leicht duftend. Es ist eine sehr lange Blütezeit, weil halt da aus dieser großen Pflanze auch gerne mal immer wieder was nachblüht. Darüber hinaus finde ich sie persönlich sehr reichblühend und ich finde persönlich dieses Weiß wunderschön, denn es ist strahlend, es ist leuchtend und es ist einfach wunderschön, gerade jetzt im Frühjahr. Die Schleifenblumen wachsen in der Regel in jedem Gartenboden. Sie fühlen sich jedoch sehr viel wohler, wenn der Boden ein bisschen sandig, ein bisschen steinig und locker durchlässig ist, denn sie setzen gerade im Winter auf eine gute Drainage. Da kommen die Schleifenblumen letztendlich mit der Winternässe, mit einer Staunässe im Winter überhaupt nicht zurecht. Da faulen sie gerne mal weg, deswegen pflanzt man die Schleifenblumen in der Regel gerne mal in einen Steingarten, in ein Kiesbeet oder auch auf so Trockenmauern. Das wirkt wirklich auch wunderschön oder was ich persönlich sehr schön finde, wenn man halt im zeitigen Frühjahr auch seinen Balkonkasten mitpflanzt mit einer wunderschönen Iberis. Kann man auch mal machen, ist wirklich sehr schön. Und jetzt kommen wir zum schönsten Teil dieses Videos, der Kombination mit anderen Pflanzen. Deswegen stelle ich die Iberis einfach mal ein bisschen weg. Und zwar ergibt sich ja aus dem Weiß eine Kombination aus Gelb, Weiß und Blau. Und dafür müssen wir einfach mal einen kleinen Exkurs in den Farbkreis machen. Und zwar ist einfach Gelb und Blau ein starker Komplementärkontrast. Das ist wirklich von der Kombination sehr spannend und auch so ein bisschen reizend und wirklich sehr, sehr, das hat irgendwas. Und damit der Kontrast aber nicht zu krass wird, braucht man einen Mittler. Und da ergibt sich einfach, dass man dazu Weiß pflanzt. Und dann hat man halt einfach diesen Farbdreiklang. Weiß, Blau und Gelb. Und das erreicht man am besten halt das Weiß aus den Iberis, aus den Schleifenblumen. Man kann dazu ein Blau pflanzen, zum Beispiel wunderschöne Campanula, wunderschöne Blaukissen oder auch Lithodora von mir aus. Und ein Gelb erzielt man im zeitigen Frühjahr wirklich durch Steinkraut, Alysium oder Aurinia botanisch genannt. Und daraus ergeben sich wirklich spannende Pflanzungen im Vorgarten. Jetzt hier im Beispiel einfach ein bisschen polstermäßig, ein bisschen horstmäßig. Das hat auch seinen Reiz. Oder was ich einfach sehr viel spannender finde und sehr viel reizvoller finde, wenn halt das alles ein bisschen ineinander wächst, finde ich einfach wunderschön. Und da hat man halt auch Lust auf Frühjahr, auf Vorgarten, wenn der Vorgarten dann so ausschaut. Oh, da geht mir das Herz auf.
das ist wirklich wunderschön, so dieser Farbdreiklang aus Gelb, Blau und Weiß. Und letztendlich war es das schon vom Video. Danke fürs Zuschauen. Wie immer findet ihr hier die letzten beiden Videos, da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr zum jeweiligen Video und das könnt ihr euch auch noch gerne anschauen. Nochmals danke fürs Zuschauen, wir sehen uns nächste Woche, habt eine wunderschöne Zeit, bis dahin, tschaußen.